Ja, und als ersten Musiktipp haben wir für euch TM Revolution mit Preserved Roses. Das war TM Revolution mit Preserved Roses. Und das wird eben auch gerade hier dieses Single erst am 19.07., also in 2 Tagen, hier in Europa erhältlich sein, digital. Und deswegen auf jeden Fall schon mal hier eine Vorab-Preview für euch. Und gerade eben auch das Album Triple Joker ist durch eben diese Band wirklich zum Durchbruch geworden. Also die Band hat sich international auch wirklich über 2 Millionen Mal mit diesem Album verkaufen können. Und das ist auch schon eine gute Anzahl. Und ja, gerade eben auch durch verschiedene Anime-Themes wie auch Soul Eater und Bleach Movie 4 ist auch diese Band, denke ich, auch international wirklich schon sehr bekannt. Und wir haben es ja schon mehrmals gesagt, gerade eben die Bands, die wirklich für Animation öfters dann Openings, Endings und andere Theme-Songs machen, haben gute Karten, auch eine gute Fanbase aufzubauen. Genau. Und mit Soul Eater und Bleach haben sie die richtigen Anime ausgesucht. Bin ich auch der Meinung, ja. Auf jeden Fall. Und ja, das war soweit zu diesem... So zu weit. Naja, die Arin ist wieder heute. Ja, als schwarzes Loch verschlingst du wieder alle meine vernünftigen Gedanken. Jetzt bist du ja rassistisch. Ich kann nichts für deinen Klamottengeschmack, der hat nichts mit deiner Herkunft zu tun. Okay, vielleicht doch, das weiß ich nicht. Also tiefe Geheimnisse in der Seele von Arian. Ja. Mysterious Arian. Aber mach jetzt mal weiter. Okay, ich mache ja schon weiter. Ja, ich meine, die Arian will wieder weiterreden, aber momentan kann sie es nicht. Ja, jedenfalls, jetzt gibt es noch ein Musikvideo für euch und das ist von Muddy Apes New Sunday. Da konntet ihr unser zweites Musikvideo sehen und das war, wie gesagt, Muddy Apes mit New Sunday. Und ja, dieses Lied ist auf dem Album Fairy Dirt No. 5 zu finden und das ist eben auch mit dieser Single dann ab dem 25.07. auch eben in Europa erhältlich und vor allem eben auch durch den Einfluss Mischmasch von westlichen und östlichen Klängen ist eben dieses Album auch wirklich eine gelungene Mischung. Und was auch bestimmt noch viele erfreut,
zumindest die in Japan sind. Also in Deutschland bringt es weniger was, aber die sind auch auf dem Fuji Rock Festival in Japan eben auch zu finden. Dort treten sie dieses Jahr auf. Und das ist natürlich auch eines der größten Festivals in dieser Richtung, die man in Japan finden kann. Also alle, die mal jetzt eine Reise nach Japan planen. So ganz spontan, ne? Ganz spontan. Also legt los und ab aufs Fuji Rock Festival. Ja, und das waren unsere beiden Musikvorstellungen. Ihr könnt, wie gesagt, auf Facebook voten. Diesmal zählt die Anzahl der Klicks, die Likes, die die Fotos bekommen von den beiden Bands, die wir gepostet haben. Und ja, so viel zur Musik.